die Berliner Fashion Week natürlich mit tollen Damen an meiner Seite, mit bekannten Schauspielerinnen wie zum Beispiel Maren Gilzer, bekannt durch aller Freundschaft in der ARD, pausiert zurzeit und sie hat tolle Projekte im Filmschauspielbereich vor. Und wir kennen uns schon sehr lange, ne, von QVC und der RTL. Wie war deine Linie bei QVC? Casual, bisschen Glamrock, von jedem etwas, tragbare Frauen, Mode für den Alltag eigentlich, auch ein paar Cocktailteile dabei, aber hauptsächlich eigentlich Alltagsmode, in der Frauen sich aber trotzdem weiblich, bequem und schick und pflegeleicht und naja, das volle Programm. Und das wissen eben die wenigsten, dass Maren Gilzer eben auch Designerin ist. Also neben Schauspielerei, neben in den frühen Jahren Model natürlich und Moderatorin, ganz klar, ist sie eben auch Designerin. Und sie wird bald wiederkommen, ganz versprochen, mit einer neuen, tollen Kollektion. Wir halten sie da auch gerne auf dem Laufenden und begleiten sie Maren auf Facebook. Sie wissen ja, sie war im Dschungel und sie, trotz Dschungel ist sie noch besser wie vorher. Sie hat ihr Herz. Ich gebe auch immer so kleine Statements ab jetzt zum Dschungel. Ich habe ja meinen eigenen YouTube-Kanal, Maren Gilzer TV, könnt ihr gerne abonnieren. Jede Woche seht ihr ein kleines Filmchen aus meinem privaten Leben und auch meinem beruflichen, auch hier von diesem Event. Heute habe ich auch schön gefilmt, da werdet ihr auch drin vorkommen. Und natürlich sage ich auch immer etwas, so meine Meinung zu den Dschungelaktivitäten. Da sind wir sehr gespannt, glaube ich. Ja. Was sagst du zur momentanen Ausführung des Dschungels? Naja, sagen wir mal so, Günther Gabriel, auf den man ja so ein bisschen gesetzt hat als Travelmaker, der ist jetzt freiwillig rausgegangen, das war ihm wohl alles zu viel. Habe ich gar nicht mitbekommen, okay. Nein, ich habe Insiderwissen. Logisch, das interessiert mich jetzt. Was hat er für ein Problem gehabt? Hat er das nicht geschafft? Leistung? Naja, sagen wir mal so, ohne Alkohol ist er wohl ziemlich depressiv drauf. Ja, da gibt es ja noch so eine Dame. Es macht ihn aber auch irgendwie menschlich. Also ich meine, er hat wirklich Revue passieren lassen, ja. Sein Leben, also ja. Sämtliche Schandtaten erzählt, was ihm so passiert ist. Ich glaube, nicht alles entsprach der vollen Wahrheit. Ich glaube, da war auch viel Fantasie dabei. Aber es war unterhaltsam auf eine gewisse zerstörerische Art und Weise. Okay. Und ich glaube, wir hatten auf jeden Fall 4 bekannte Alkoholiker haben wir diesmal im Camp. Von den anderen weiß man es nicht so genau, aber von 4 weiß man es. Und Jenny schlägt sich ganz gut. Genau. Sie hat gestern die Dschungelprüfung mit Bravour gemeistert. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Auf jeden Fall, Walter konnte gerade diesen Daniel, The Bro, also der ist ein wirklich, ich glaube, der ist nicht wirklich in die Schule gegangen, sondern er hat sein Allgemeinwissen aus Comic-Zeitschriften. Und dementsprechend ist er, glaube ich, dem Günther etwas auf die Nerven gegangen, weil er meinte unbedingt, Günther ständig was erzählen zu müssen. Okay. Und da hat Günther dann irgendwann kapituliert. Und hat gesagt, ich gehe jetzt abends, was auch immer. Aber sag mal, Maren, wir wissen ja klar, durch die Presse, die ein oder anderen Probleme mit Alkohol. Ist es wirklich so, dass RTL sagt, nichts, ihr müsst da durchkommen? Ja, also ich glaube, für ganz schlimme Fälle gibt es vielleicht Medikamente, weil sonst würde es ja gesundheitliche Schäden geben. Ja, eben. Aber es gibt keinen Alkohol. Tatsächlich? Es gibt tatsächlich keinen Alkohol. Und ich glaube, die hatten einmal eine Ausnahme gemacht bei den Helmut Berger. Ja. Aber ansonsten halten die sich da ziemlich streng dran und auch Medikamente werden ganz kontrolliert verteilt. Okay. Also, aber da ist immer medizinische Kontrolle, die passen auf. Aber es ist schon sehr bezeichnend, dass sowohl Herr Zacher als auch Günther Gabriel bei keiner einzigen Dschungelprüfung mitgemacht haben. Und ich meine, so ein bisschen was ekliges essen oder sich ein bisschen wie war das schütten dich? Lassen mit Kakerlaken, das ist ja nicht aber, so schlimm. Ja. Das kann man auch mit gebrechen. Wie war es für dich, als du das gegessen hast? Es war eklig, es roch vor allen Dingen eklig. Aber ich habe halt Augen zu und durch und schlucken und nicht dran denken. Und letztendlich isst man da auch Sachen, die sind wahrscheinlich auch alle bloß sehr zerkleinert in unseren Leberwürsten und Mettwürsten. Und ich will nicht wissen, was da alles an Schlachtabfälle drin ist. Da wird einfach alles reingehauen.
Und in Australien sind es Delikatessen. Und ist das so? Ja, es ist wirklich so. Und die Sachen sind alle extra für uns gezüchtet worden. Also da haben die sich nicht aus dem Dschungel bedient, sondern es ist alles ganz sauber. Es ist einfach nur etwas, was im Kopf stattfindet. Und ich habe mir einfach gesagt, wenn ich im Krieg wäre und Hunger hätte, dann würde ich auch alles essen, nur um nicht zu verhungern. Da wäre es mir ganz egal. Und wenn ich sehe im Fernsehen, wie Kinder mit einem Teller stundenlang für einen Teller Reis anstehen, um nicht zu verhungern, da werde ich wohl die Letzte sein, die sich darüber beklagt, dass sie nur Reis und Bohnen zu essen bekommt. Das ist natürlich eine Geschichte, die mich jetzt schon wieder gerade voll berührt, weil wir haben ja gerade deine Situation in Europa und in der ganzen Welt, was uns alle nicht glücklich macht. Und es ist eine ganz gute Lehre, da mal zu wissen, wie es ist, wenn man etwas essen muss, was man einfach bekommt, wo man nicht sagen kann, ach, ich bestelle mir heute dies oder jenes oder ich koche mir dieses oder das, sondern man kann froh sein, etwas zu essen zu bekommen und man muss es essen, auch wenn es einem nicht schmeckt. Ja. Bist du also tatsächlich auch mit deinem neuen Gefühl herausgekommen? Das ist es ja gerade, also nicht nur wegen Promi oder Bekanntheit. Du wolltest für dich eine Erfahrung machen. Nein, das war mir schon vorher klar. Okay. Diese Erfahrung muss ich nicht machen. Das ist, es gibt Erfahrungen, die muss man nicht machen. Ich bin reingegangen, weil ich mir sagte, ein Leben lang hat man immer rumgemeckert. Ich habe immer bei tollen Projekten mitgemacht. Glücksrad, Top-Einschaltquoten, jeden Tag über 4 Millionen. In aller Freundschaft, Top-Einschaltquoten zwischen 6 und 7 Millionen. Mit eine tolle Produktion. Meine Lieblingsserie immer noch, ohne Scheiß. Jeden Dienstag, aber sie macht Pause gerade. Und was muss ich mir immer anhören, all die Jahre? Die Zuschauer sind zu alt. Die Zuschauer sind zu alt, wir müssen jünger werden, wir müssen jünger werden. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, jetzt mache ich endlich bei einem Format mit, das hauptsächlich von Jungen geguckt wird. Und Junge gucken nun mal am liebsten Trash. Also her damit, bevor ich Turmspringen mache. Damals war es ja noch nicht abzusehen, dass Turmspringen irgendwann mal nicht mehr ist. Dachte ich, gehe ich dahin, wo es die höchsten Einschaltquoten gibt. Und ach, das ist nun mal der Dschungel. Ja, ja. Maren, ich wüsste jetzt nicht, wie ich Ihnen klar machen soll, wie toll sie ist, aber ich sage nochmal, schaut den YouTube-Channel, das wusste ich sehr, ich bin total, jetzt werde ich immer Ihr YouTube-Channel anschauen, Maren Gilzer TV, ja. Maren Gilzer TV, ich finde das so toll, Sie haben Sie gemerkt, dass sie nur die Wahrheit gesagt hat, das ist der Hammer, jetzt wissen Sie mehr über den Dschungel, die Hintergründe, vielleicht schauen Sie jetzt anders zu und beobachten Sie Maren, vor allen Dingen, was kommt im Bereich Mode. Maren Gilzer, vielen Dank, dass du da warst, wir sagen du, weil wir uns kennen. Ciao. Danke dir. Ciao.